Geht in den Erdwall rein, das war das schwarze Auto von dem Black Sharks Neustrelitz, Sebastian Brocke. Also, die Würfel sind gefallen. Mathis Streit, ATK Racing ist. Führt das Feld weiter an. Yvonne Holz von dem Lutenz immer noch auf der Tour. Auf der vierten Position. Die schiebt sie noch vorbei, ne? In der PS-Hölle verbannt wurde. Der dritte Platz geht an Marcel Henrichs vom Team Wagon. Dann kommen die Stockerfreunde Agassi mit dem David Wolf über die Ziellinie. Und zum Abschluss Nick Schwanke von den Gremlins.